Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing-Video. Ich werde wahrscheinlich da auch nur Unboxing und Hardware machen. Also nicht getrennt machen, sondern eins, weil es sind Bluetooth-Kopfhörer. Ja, und da gibt es halt nicht so viel zu sagen, weil auspacken, zeigen, was da drin ist, ist in ein paar Sekunden erledigt. Dann machen wir eh ein Video. Ja, die werde ich dann zu den Pamu in der nächsten Zeit testen. Ich richte euch mal nach unten. So, dann kann ich euch den Karton erstmal zeigen. Hier werdet auch irgendwo Werbung sehen. Die wurden mir zur Verfügung gestellt. Also ich wurde angefragt, ob ich die mal testen wollen würde. Und ich dachte, naja, warum nicht? Ja, und dann habe ich gedacht, so. Ich wollte das Video auch schon vorher machen. Aber ich bin nicht dazu gekommen. Durch den Lärm hier bei uns im Haus. Durch die Sanierung nebenan und alle drum und dran. Das ist einfach unerträglich, der Lärm gewesen. Ach, die Schachtel ist ja kleiner, als ich gedacht habe. Ich habe gedacht, die ist größer. So, dann haben wir hier ein Heft mit Deutsch, Espanol, Englisch, Le French, Lingua Italia. Steht wirklich nicht Italienisch, da steht Lingua Italia. Ja, und das war's. Und das dann halt hier in den verschiedenen Sprachen. So. Modell ist H01. Material ist ABS plus PC. Bluetooth-Übertragung 10 Meter. Bluetooth-Version 5.0. Nettogewicht 98 Gramm. Externe Akkukapazität 2000 mA, also von der Schachtel, von innen drin weiß ich jetzt nicht. Batteriekopfhörer sind 45 mA zweimal. Eingang 5 Volt gleich 1 Ampere oder so. Übertragungsfrequenz 2400, dann kommt so ein Minusstrich, 2438,5 MHz. So, das werden wir mal gucken. Wir werden uns die dann auch gleich mit Musik, werde ich die dann auch gleich nochmal testen. Da habt ihr ja immer eure Freude dran. So, dann haben wir einmal hier. Ich packe erstmal alles aus und dann gucken wir uns das gleich von nahen an. So, machen wir das mal hier wieder rein. Hier ist die Schachtel. Oh, die wiegt schon ein bisschen was. Mal gucken, ob die für meine Frau okay sind. Meine Frau verträgt keine In-Ears. So, und das war's schon. Wir haben die Schachtel, die wir uns gleich angucken werden. Die beiden Kopfhörer haben wir mit bei. Dann haben wir, da ist eine Größe drauf. Und dann haben wir noch zwei weitere Größen. Also nicht wie bei Pamu, wo wir insgesamt vier Größen haben. Hier haben wir nur drei Größen insgesamt zur Auswahl. Ich weiß nicht, ob das für den einen oder anderen ein Kriterium ist. Und einen kurzen USB-C-Ladekabel. Hier, USB zu USB-C. Muss ja auch nicht länger sein. Ist ja nur zum Laden, wenn man den in Adapter drin macht. Und dann, da braucht es ja nicht lang sein. So, dann können wir das auch wieder wegpacken. Dann liegt das nicht rum und kommt uns nicht verloren. So. Und dann gucken wir uns das mal genauer an. Dafür richte ich die Kamera aber mal wieder hoch. Also, ist ein bisschen freundlicher. So, wir haben dann halt hier die In-Ears und hier das Bedienfeld soll es wohl sein. Da ist nämlich so was mit Fingerabdruck abgebildet. Na, jetzt hier nicht, aber bei den Bildern, die sie mir geschickt haben. Ja. Und hier ist dann zum Laden. Na, ich bin mal gespannt bei den dicken Knubbeln. Also wie gesagt, da haben wir zwei davon. Jetzt ist nur die Frage, was ist links und was ist rechts? Das ist für mich jetzt auf ersten Blick nicht ersichtlich. Ach doch, da sieht man es. Boah, das ist aber wirklich sehr klein. Oder? Ist das nur eine Naht? Oder? Nee, das soll es sein. Also da muss nachgebessert werden. Also wenn ihr das jetzt nicht sehen könnt, dann liegt es daran, weil es man nicht wirklich sieht. Das ist da. Wartet.
Also in der Mitte von dem, also von dem goldenen Pinöpel zum Laden, der mittlere, ein Stück weiter runter in der Beuge. Da steht hier rechts. Seht ihr das? Also ganz, ganz schmal sieht man das da. Da jetzt seht ihr das. Also das ist eher kontraproduktiv. Da würde ich mir wünschen, dass man das vielleicht in einer anderen Farbe macht oder so wie bei Pamu, einen weißen Kreis mit dem Buchstaben in den Schwarz dann drin, dass man das vernünftig sehen kann. Jetzt blinkt er hier schon. So, dann haben wir hier die Box. Sieht aus wie so eine kleine Pillenbox, aber hier haben wir halt auch eine Anzeige. 95% steht die. Und wenn wir jetzt hier so einfach aufmachen, ist halt auch nur Plastik. Da werden sie laden. Da steht links, rechts sauber drin. Müsste man dann halt nur zuordnen können, was links und rechts ist. Ne, das ist der falsche. Aber das finde ich sehr kontraproduktiv. So. Jetzt sind sie beide drin und laden. Dann können wir zuklappen. Und wir sehen, dass sie fast voll sind. Ich denke mal, wenn sie voll sind, dann gehen die Striche aus. Oder das ist voll und rot heißt, wir sind voll. Das muss ich dann im weiteren Test mal testen. Aber so, handlich. Hier ist der USB-C. Ja, und sonst haben wir hier nichts weiter. Ja doch, hier haben wir noch. Was haben wir denn hier? Ach, noch ein USB-Anschluss. Können wir so ein Handy anschließen. Ich denke mal, der zählt als externer Akku. Das ist ja auch nicht schlecht. So ein kleiner externer Akku kann man auch ein 2000 mAh, ja, ein Handy geht schon voll damit. Oder wenigstens halb voll, je nachdem wie groß die Akkukapazität vom Handy ist. So, dann werden wir uns das jetzt mal angucken. Ich brauche mein Handy. Also ich teste auf dem Huawei P30 Pro. Ich muss dafür erstmal Bluetooth einschalten. So, Bluetooth ist an. Jetzt machen wir die mal raus. Klappt da gleich wieder zu hier. So, die sind jetzt draußen. Ich habe auch gleich den Kontakt mit H01. Wird mir gleich angezeigt. Also nicht wie bei dem Pamu, wo mir zwei dann angezeigt werden. Das ist ja nur einer. Den verbinde ich jetzt. So. Verbindung wird hergestellt. Für Anrufe und Medien wieder Medienaudio verbunden. So. Kontaktangaben. Kontaktfreigabe mache ich jetzt auch mal dazu. So. Jetzt sind wir eigentlich gewappnet. Das müsste jetzt. So. Jetzt muss ich wieder gucken, was hier rechts und links ist. Das ist echt doof zu sehen. Das ist aber rechts, glaube ich. Oh, die drücken aber ganz schön. Oh, die drücken. Ich habe jetzt hier mal das Originale. Und das finde ich schon etwas drückend. Ich mache mir jetzt... Oh Gott, ey, sind das wieder kleine Fitzeltüten. Das ist wieder so eine kleine Fitzeltüte, die kennt ihr von früher noch, wo man kleines grünes Zeug drin hatte, was man von den freundlichen, netten Menschen im Park gekauft hat. Oh Gott! Mach mal bitte, Hasi. Das ist wieder so eine verfickte Fitzeltüte, ey. Ja, das ist schon schön bearbeitet. Ich hab die nicht bearbeitet. Nein, 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 nein. Da musste ich irren. Aber sieht aus wie die Tüte vom Dealer nebenan, oder? Ich kenne mich damit nicht aus. Ja, ist klar. Nein, ich nicht. Ja, weil du in Sonnenschein bist.
kennst dich damit nicht aus. Jetzt mache ich mal das Gummipinöpelchen hier einfach. Seht ihr? Und zack, der erste ist schon runter. So, haben wir den Gummipinöpel runter. Machen den neuen Gummipinöpel drauf. Oh, das ist eine Tortur. Ich verstehe es auch nicht. Ehrlich gesagt, Leute, ich habe keine Ahnung, warum es immer in ihr sein muss. Können die Leute nicht einfach wieder klassische Kopfhörer machen im Bluetooth? In der Größe, aber halt... Oder mit diesem Steg, was denn im Ohr drin ist, was das drin hält, alles besser als in ihr. Ich habe, wie gesagt, bis jetzt ein einziges Paar in ihr gehabt. Na gut, jetzt zwei, die mir gefallen haben, die ich auch etwas länger tragen konnte. Ihr kennt meine anderen Videos. Oh Gott, ist das eine Fixelarbeit hier. Das ist sehr verfriemelt. So. Jetzt haben wir das Kleinste drauf. So, und ich gebe euch Brief und Siegel drauf, weil wir hatten jetzt die mittleren drauf. Die großen brauche ich gar nicht testen. Ich gebe euch Brief und Siegel, die sind jetzt zu klein. Oh, drücken aber immer noch ein bisschen. Was hielt denn hier an? Oh! Oha, Amazon Music ist gleich angegangen. Mit den Kinderliedern, was ist hier? Alle Vögel sind schon da. Ja, scheiße, dann hören wir hier mal. Alle Vögel sind schon da. Kann man nicht hier... Jetzt hat den Paul aufgemacht. Aber er kann hier irgendwie nicht leiser machen. Oh Gott, ey, die Musik geht mir auf den... Oh Gott, da kriegst du ja Plack bei so einem Liedern. So, ich mache jetzt mal meine Musik wieder rein. So. Alle Titel. Künstler. Nemesis. Ich mache Böser Zwilling rein. Das ist meine Musik. Das hört sich gut an. So. Jetzt müssen wir aber gleich mal gucken, ob wir die leiser machen können. Ah, okay. Drei Klicks auf der rechten Seite. Aber ich habe sowieso was falsch gemacht. Also auf den Bildern hier habe ich was, laut den Bildern habe ich was falsch gemacht. Das kommt nicht so. Das kommt so mit dem Pinöpel nach oben. Also mit dem Licht nach oben. Dann machen wir das da so mal rein. Gucken, ob das was besser ist. Na, nicht wirklich. Drehen wir hier einfach mal um. Zack. Oh Gott. Das ist der Hörsturz hier. So. Jetzt komme ich hier aber nicht ran. Wartet mal. 1, 2, 3. Eins, zwei, drei. Ich habe jetzt das nächste Lied drin gemacht. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Also es geht leiser, definitiv. Aber mit diesen dreimal klicken, finde ich ein bisschen kontraproduktiv. Ich finde es besser, wie bei Pamu ist, dass man dann drauf gedrückt hält und dann wird es lauter. Also ich habe jetzt nur die Kopfhörer leiser gemacht. Im Telefon ist immer noch ziemlich laut.
Also auf der lautesten Stufe. So. Jetzt mache ich das Headset mal wieder lauter. 1, 2, 3. Ja, es reagiert teilweise zu schnell. Ich will dreimal drücken und der sagt aber hier, akzeptiert zweimal drücken oder einmal drücken für ein nächstes Lied oder so. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Also wenn die gehen dann aber auch ziemlich laut. Also ich find's gut. Vom Klang sind sie gut. Wunderbar. So, jetzt mache ich einfach mal ein anderes Lied. Ich habe jetzt Mythos Barbarossa drin, ne? Ich spul mal. Also vom Sound sind die wirklich gut, muss ich sagen. Wenn die. Also finde ich klangmäßig ja. Ich mache aber jetzt mal aus. So. Schatzi, hast du dein Handy bei? Ist das bei dir oben? Ja? Scheiße. Wie spät haben wir es? Dann rufe ich meine Mutter an. Mutti. Ich habe es auch mit Mutti im Handy gespeichert. Also nicht, dass ihr euch wundert. Viele haben schon gefragt. Ja, ja, Mutti. Hm? Und unter Mama steht sie drin. Nein, meine Mutti steht unter Mutti drin. Ich hoffe, die hier dran. Kann sein, dass die schon arbeiten ist. Bist du was für eine Schicht, die heute hat? Nee, auch nicht. Okay. Wenn ich muss die Tingle anrufen. Okay, geht nicht ran. Ruf ich mal Tingle an. Call cancelled, sagt die so ja an. Ja, ruf ich Tingle mal an, mal gucken, was der sagt. Gucken, ob er überhaupt rangehen kann. Kann wieder ein bisschen dauern. Da kommt wieder kein Bestätigungston, kommt. Jetzt kommt Freiton, genau. Ja, Icke. Ja, ich wollte nur mal meinen Kopfhörer hier testen. Sag mir mal, ob du mich gut verstehst oder nicht. Gut, danke dir. Ciao. Gut, er hat keine Zeit, sagt er. Call endet. Call. Call. Warum sagt die sowas? Warte mal, ich versuche mal. Alexa? Okay, Google? Tut mir leid, aber ich glaube, da verwechselst du mich mit jemandem. Ich weiß. Oh Gott. Also da, aua. Oh, die ist jetzt ziemlich, ich habe die ja laut eingestellt, da ist so Google auch ziemlich laut. Okay, Google. Okay, Google. Star Trek PK.
Okay, also das, ich höre so gut, das ist gut. Ah. Muss ich benießen. Nochmal benießen. So, gleich rin machen hier. Ich wieder irgendwo hin drücke. Ist das doch links hier? Also, von meinem ersten Eindruck bin ich da jetzt ein bisschen geteilt. Also sie sind nicht scheiße, sie sind aber auch nicht perfekt. Aber wo gibt es heutzutage schon perfekt? Bei meinen Ohren musste ich jetzt die kleinen nehmen, also hier die mittleren abmachen. Die werden ausgeliefert mit den mittleren. Habe jetzt die kleinen drin, das geht schon. Da sind sie schon etwas erträglich. Der Sound kommt sehr gut rüber, egal ob bei Musik oder auch beim Telefonieren. Ich habe meinen Bruder sehr gut verstanden. Warum packe ich denn die ein, bin ich blöde? Ich habe auch Google Assistance gut verstanden. Das war alles toll. Was ist denn das? Brötchen. Wo waren die? Im Schrank oben. Okay. Das war alles toll. Aber mit der Steuerung, mit dreimal tippen für laut und auf der anderen Seite dreimal tippen für leise, finde ich etwas kontraproduktiv. Da würde ich bevorzugen, drauf gedrückt halten ist laut machen, drauf gedrückt halten leiser. Einmal drücken Play, einmal drücken Stopp, zweimal drücken vor, zweimal drücken zurück. Das ist einfacher als dreimal drücken, weil bei dreimal drücken hatte ich das in der Zeit jetzt, wo wir sie jetzt hier getestet haben, ein paar Mal, dass der nicht erkannt hat, dass ich lauter machen will oder leiser, sondern der hat gedacht, ich will ein Lied vor oder zurück machen. Und das finde ich eher kontraproduktiv. Aber vom Sound war ich ehrlich gesagt überrascht. Ich hätte auch jetzt gedacht, bei der Größe, dass die so ein bisschen am Ohr stören, oben, das aber nicht. Die Größe, das müsste ich jetzt noch auf weiter testen, ob die jetzt so für mich auf Dauer okay wären. Aber sie sind annehmbar. Ich hasse In-Ear, tut mir leid, aber es ist nun mal so. In-Ear, ich wünsche mir die alten Kopfhörer wieder zurück. Nicht die oben drüber, sondern die ganz normalen, wie beim Gameboy dabei waren, wie beim Huawei mit bei ist, die ersten AirPods von oder iPods-Dinger, von Apple die Dinger. Mensch, ihr wisst, was ich meine. Bevor die In-Ear-Dinger. Das waren noch Kopfhörer. Aber die sind schon okay. Aber wie gesagt, das mit dem Drücken, das finde ich sehr, sehr kontraproduktiv. Mit den Größen, die mit bei sind, also drei verschiedene Größen, klein, mittel, groß. Ich weiß nicht, ob da für jeden was mit bei ist. Weil, wie gesagt, ich musste jetzt auf klein machen. Wenn jetzt noch einer kleinere Ohren hat, wird es eng. Aber so im Großen und Ganzen, Preis-Leistung ist okay. So, die werde ich jetzt noch ein bisschen testen und später dann nochmal ein Video zu machen. Ich packe die jetzt hier alle weg, damit die vernünftig weg, damit die hier nicht im Weg liegen. Ich teste ja momentan gerade die Pamu Mini. Und dann werde ich hier mal ab und zu tauschen zwischen Pamu Mini und die. Wenn ich unterwegs im Auto bin, habe ich die nämlich drin. Also manchmal ehen, manchmal zwei. Oh Gott. Wenn ich mich da gerade nämlich unterhalte. So, oder manchmal habe ich so, auch so, wenn ich in der Wohnung bin und was mache drinne und höre Musik. So, wie gesagt, da wird dann noch ein Video geben. Fazit ist durchwachsen. Also auf jeden Fall mit die Bewegung, also die Steuerung muss verbessert werden. Die Steuerung muss definitiv verbessert werden. Das finde ich nicht gut. Das ist auf Deutsch scheiße. Die Soundqualität ist aber gut. Dass ein externer Akku mit bei ist, finde ich toll. Dafür hat es auch gar nicht mal so viel. Es hat ein bisschen Gewicht, aber ich hätte gedacht, das wäre schwerer. Mit der Anzeige finde ich ganz gut, dass die Kopfhörer angezeigt werden, links, rechts, ob sie voll sind oder mittel oder so. Und die Gesamtakkuleistung mit einer Zahl finde ich auch sehr gut. Optisch sehen sie auch gut aus. Also Preis-Leistung ist okay. Aber wie gesagt, Manko ist definitiv die Steuerung. Die ist verbesserungswürdig. So, dann würde ich sagen, dann wartet jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.